So, jetzt guckt euch mal das an. Wir haben neulich hier geräumt, sauber gemacht, ne? Damit das Efeu schön an den Platten hier abschließt. Ja? So, und da haben wir schon gemerkt, da fliegen Hummeln rum, so Erdhummeln oder sowas. Wir waren extra vorsichtig, dass wir die nicht stören. So, und die Hummeln, die flogen immer in dieses Eck hier, ne? In dieses Eck. Jetzt komme ich heute Morgen, guckt euch das an, überall liegen hier Späne rum, beziehungsweise halt, ja, wie wenn da einer die Wurzel von einem Baum komplett zerfetzt oder rausgekratzt hat. Da fliegt übrigens noch eine Hummel rum und da geht jetzt ein richtiges Loch rein. Seht ihr das? Vielleicht kann man auch noch die Hummel erkennen, die da rumfliegt. Und hier liegen auch Wabenstückchen rum, ja? Jetzt, wer zur Hölle macht es? Welches Viech macht es? Das würde mich interessieren. Wisst ihr das? Könnt ihr euch sowas denken? Welches Vieh buddelt hier die Wurzeln? Ja, hier fliegt noch eine Erdhummel rum. Welches Viech buddelt hier die Wurzel von einem uralten Haselnussbaum raus? Das ist echt. Das ist echt. Der Hammer. Ich habe keine Ahnung. Guckt euch mal die Brocken hier an, ne? Welches Viech macht sowas? Ich meine, hat einen schicken Eingang, ja? Schicken Eingang mit Laterne, ne? Von dem her, darum haben es die Erdhummel schätzungsweise auch ausgewählt. Aber was zur Hölle ist da drin? Oder was hat da reingebuddelt? Und die Wabenstückchen irgendwie leer gesüffelt oder was weiß denn ich. Leute, das ist der Hammer. So, ergänzend dazu liegen hier überall solche Wabenstückchen rum. Ja, und ich gehe jetzt mal hin. Und ich habe jetzt noch einen Meterstab geholt und halte den einfach mal für dieses Loch hier. Also, das ist auch verdammt hoch, dieses Loch. Ne? Verdammt groß. Also, welches Viech buddelt so ein Loch. Ja, also es muss definitiv irgendwie abends oder nachts passiert sein, tagsüber nicht, da waren wir da. Und ja, wer macht das? Ist das ein Waschbär? Ist das irgendwie ein Marder? Ein Hund glaube ich jetzt weniger, Hase glaube ich auch nicht, das wäre ein Zufall, dass er da das Loch hier gräbt. Also, wenn ihr da was wisst, schreibt es mir bitte in die Kommentare, würde mich echt mal interessieren. Es ist so ein krasses Massaker hier, der Hammer. Ja? Sonst nirgends, hier alles wunderbar, liegt alles noch so, wie es sein soll. Ne? Alles gut, aber hier, das die Stelle, wo die Hummeln reinfliegen, es fliegen immer noch welche rum, da, das hat es ihm angetan. Dem Viech irgendwie. Okay, das dazu.